Folgendes. Wir fahren einfach mit dem Auto rum, nehmen Menschen mit, aus unserer Stufe natürlich, und hier im Chaos meines Autos haben wir so Zettel mit Fragen und die müssen die Leute dann einfach beantworten. Und währenddessen fahren wir rum und hoffen, dass witzige Dinge passieren. Ja, ich bin der Daniel, bin 18 Jahre alt, bin hier mit den zwei Muchten unterwegs, werde ein paar Fragen beantworten. Also ich bin Lisa, ich bin 19, ich habe hoffentlich mein Abitur. Yeah. Alle Bullen, die ich kenne, sind nett. Also ich bin Leonie, ich bin 19 Jahre, bin seit 2 Jahren auf dem DBG. Also ich bin Roscha, ich schreibe mal Rosa wie die Farbe, ich spreche dann Roscha. Die ein oder anderen Eltern kennen mich, glaube ich, schon, weil ich habe gehört, dass man von mir erzählt wird. Ich habe einen Bruder, zwei Kinder. Hallo, ich bin Luis. Ich bin 18 Jahre alt, gehe in die 12. Klasse. Wie krank hast du Bock auf dieses Interview hast du? Es erinnert ein bisschen an YouTube-Videos. Aber eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn du ein bisschen menschlicher wärst. Oh, viel Bock. Ich mag sowas. Absolut gar kein Bock. Sehr viel Bock. Ich bin sehr motiviert. Von der Skala von 1 bis 10. 10. Oha. 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 Gar kein. Ich hatte schon Bock drauf, kann man nichts sagen. Doch, bin zufrieden. Wahrscheinlich jetzt eine langweilige Antwort, die wahrscheinlich jeder gesagt hat, aber auf die Abiturprüfung zu lernen. Dass die Pausenglocke nicht aus war und das mit dem Mathe-Abi, dass wir da später kommen mussten, das hat mich voll rausgebracht irgendwie. Abitur? Mathe. Naja, das Lernen hat halt schon angekotzt. Hat man halt kein Leben gehabt. So, du bist daheim gesessen, hast gelernt. Im Mathe-Abi, ich nehme dieses Abitur, gucke mir die erste Aufgabe an, die war doch in Ordnung. Und lese dann weiter und denke mir einfach nur so, Grillen in meinen Kopf. So. Und so ein rollender Busch. So. Dieser übermäßige Druck, das war mehr psychischer Druck, als eigentlich nötig wäre. Weil da waren wir so in den Abi-Klausuren, das waren eigentlich selbst Klausuren, die schon seit der 11. Klasse schreiben. Ja, so Klassentage mit Frau Hiller waren jetzt nicht immer so geil. Eintrag von Frau Müller her, als ich ihr meine Meinung gesagt habe, war vielleicht nicht optimal formuliert, aber dafür einen Eintrag zu geben, war schon ein bisschen too much. Genau, Alter, Sandy, Shoutouts an dich, gell, das war so witzig. Das war bei Frau Bandke, Alter. Dann waren wir in Rallye und haben halt irgendeine Scheiße gekritzt. Das war in der 6. Klasse oder so. Das musst du jetzt alles zensieren, was ich sage, okay? Also, wir haben immer Kreuze gemalt, wir haben gemalt, die von und so erschossen werden, was voll belanglos ist, aber voll witzig in dem Moment. Wo kommt die her? Die ist Latin. Und wir hatten Eierflattern, das ist so seilig, gar nicht drauf gekommen. Und dann hat die halt unsere Klassenlehrerin, die halt Frau Hüller war, drauf angesprochen. Dann mussten wir das zusammen angucken und kannst dir ja vorstellen, wie das ausgegangen ist. So. Ja, es gibt schon ein paar korrekte Lehrer, ein paar korrekte Schüler, aber alles im Einzelnen ist schon viel Spaß noch auf der Schule. Wir haben nicht wirklich große Probleme und dann, wenn du einmal irgendwie ein bisschen Beef hast oder so, dass dann Drama draus gemacht wird. Schulpflicht, ja. Ja. Dass nur am Tag, vor dem Tag der offenen Tür eigentlich so richtig geputzt wird, das regt mich jedes Jahr aufs Neueste so unglaublich auf. Bei uns gibt's ein paar Mal. Die kotzen mich auch an, wenn die manchmal blitzen. Aber ansonsten, eigentlich ganz schön. Was mich am meisten ankommt, die Toiletten, die schwitzen, Absturz. Die Toiletten. Die Schule sind einfach renovierter und neuer als unsere Toiletten. Die kann man nicht betreten, ja. Die Toiletten kotzen mich am meisten. Ja, Dirne war schon immer chillig. Negativ. Kommt mal wieder Frau Geierbeck vor. Sorry, aber
Da ist er halt wieder dabei. Positiv. Ich würde mal hier Top 3 Rau, Börner, Hartmann. Kann man so stehen lassen. Steiner. Nein, Nitschke. Nitschke, sorry. Sorry, Bro. Sorry, Michi. Manu hat einfach Priorität. Bevor sie wurden leider in den Interviews, habe ich nicht erwähnt. Ich mag sie, Frau Heuer. Ja, Mathe war schon immer lustig. Ich fand bei Humbrands GFS schon lustig. Der macht irgendeine Hinführung und dann sagt es ja. Aber ist eigentlich scheißegal, ihr müsst es eigentlich gar nicht wissen. Oder irgendwie den Scheiß müsst ihr gar nicht wissen. Ich hab's einfach nur so gesagt. Jetzt mit Herr. Ich bin die Treppen hochgelaufen und der Körper die Treppen runter. Und ich war halt so, ich so, hallo Herr. Und so wie ich hallo Herr gesagt habe, hat es mich so hingefetzt auf der Treppe. Ja, und es war halt voll peinlich, weil ich habe gerade hallo Herr gesagt und währenddessen hat sich der irgendwie hingefetzt. Ja gut, unsere Zähne stehen ja gerade nicht so gut da. So dumme Aktionen hatten wir in der Schule ja gar nicht. Eigentlich ist es ja schon eine ziemlich korrekte Schule. Socken kaufen. Ja, aber mal ehrlich, so, wer kauft für wie viel, 1500 Euro, wer kauft dafür Socken und weiß nicht mal, was er damit anfangen soll. So, Alter. Da, die Knopfdruckgeschichte. Das darf ich ja nicht sagen, oder? Nachher darf das nicht ausgestrahlt werden, der macht ja die Technik, oder? Wenn man im Chemiekurs mal an die Tafel musste oder so, war das nicht optimal. Also ich würde Frau Wolf sagen. Angst habe ich ein bisschen vor Frau Wolf. Herr Ortle. Schon Herr Lehmann. Die meisten Angst damit. Eigentlich habe ich nur Angst vor Gott. Körner und Hartmann und für die dritte Position Kanung wird wieder herausnehmen. Ja, Dünne würde ich mitnehmen. Dann Frau Hagelstein. Ich glaube, Frau Geierbeck finde ich ganz witzig. Börner, Dürner, Hagelstein. Ganz klar. Nitschke, Steiner, Drechsel. Frau Hagelstein, Herr Hartmann und Herr Börner. Ja, gut, was soll ich sagen? Also, danke, dass ich hier teilhaben durfte. Hoffentlich schneidet ihr das nicht so, dass ich richtig scheiße wegkomme. Ja, keine Grüße gehen raus. Ja, also bei manchen denke ich so, ja, die muss ich jetzt nicht mehr in meinem Leben sehen, reicht schon jetzt die 12 Jahre. Aber manche lerne ich schon vermissen. Ja. Ja, die war schön, aber gut, mach mal nennen. Meine Mama ist so süß, gell? Ich habe jetzt auch ein paar Sachen gelöscht. Meine Mama ist schon übel süß. Ich liebe meine Mama. Nein, da sind sie. Leute, wollen wir da kurz anhalten? Im nächsten Leben werde ich eine Ziege, ich schwör's euch. Grüße gehen raus an Finn an dieser Stelle, der müsste ja eigentlich im Abiball auch da sein. Ja, Grüße gehen raus an Finn. Oh ja. Ja. Kein Kommentar. Nie wieder bei dir mit. Nie wieder. Okay. Nie wieder. Und die Waffe. Nie wieder. Papa, ich will. Und die Waffe. Und die